mir zu sagen, was da oben in den Minen passiert ist. Die Leute sagten, dass mein Vater die Männer erschossen hätte. Man erzählt sich, dass er und seine Männer leer ausgegangen und dann übereinander hergefallen wären. Und als die Bank unser Land forderte, hatten wir nichts mehr, was wir beleihen konnten. Ich habe hier den Vollstreckungsbeschluss. Mein Bruder Wyatt kümmerte sich darum, alles in Ordnung zu bringen. Ich habe getan, was Sie verlangt haben. Hier ist Ihr Gold. Ich fürchte, das ist nicht genug. Wir wussten nicht, wie die Leute in der Bank arbeiteten, wenn sie einen erstmal in ihren Klauen hatten. Mr. Seagrave galt lange als tot. Aber ich habe gerade erfahren, dass er, anders als wir dachten, noch lebt. Die Bank ist bereit, die Zwangsvollstreckung auf der Stelle auszusetzen, wenn Sie es übernehmen, den Haftbefehl auszuführen. Colonel Rupert Thomas. Der Colonel wird Sie als Repräsentant unserer Bank begleiten. Hat Howell Ihnen gesagt, dass Samuel und ich mit Jebediah verwandt sind? Wyatt und ich gehen nach Timber. Was ist mit dem Gesetz? Lassen die mich den Haftbefehl einfach so ausführen? Es existiert kein Gesetz in Timber. Sobald Mr. Seagrave tot ist, erschießen Sie die beiden. In Deckung! Ich dachte, das Gold würde die Menschen verderben. Aber jetzt denke ich, sie sind wohl von Anfang an verdorben. Könnten Sie die Seagraves freundlicherweise von meinem Grundstück begleiten? Ich habe nicht sehr viele Erinnerungen an meinen Vater Jebediah Seagrave. Es stört mich auch nicht.